Aber es ist immer eine Riesenbelohnung, wenn du solche Kilometer gemacht hast und du siehst dein Ziel. Wir zwei, gell? Ich bin wieder unterwegs. Ich bin raus aus der Stadt Musch und schaut euch dieses Wetter an. So macht es Freude. Das macht Spaß. Die Sonne scheint. Es ist mir warm. Ich friere endlich einmal nicht. Und so, jawohl, genau so sollte es sein. Ende kurz. Ja, und ich weiß, ich bin ein Gfrörli. Kälte kann ich überhaupt nicht ausstehen. Dann habe ich dann lieber 40, fast 50 Grad. Aber Kälte, Und deswegen, jetzt, wenn es so weitergeht, wow, das macht Spaß. Bedeutet, ich habe heute 18 Kilometer. Sag's doch mal. Ich habe heute 18 Kilometer, die ich mache. Ja, mega wenig, jawohl. Aber es ist halt immer noch so. Es ist mir immer noch zu kalt in der Nacht, sorry. Deswegen jetzt diese Nacht und die nächste Nacht habe ich noch kein Hotel und dann wird es endlich wärmer in der Nacht und ab dann wird dann im Zelt geschlafen. Wir haben Ostersonntag. Vom Ostersonntag selbst merke ich hier ja nicht so viel in der Türkei. Wir haben hier eher Ramadan. Ich habe jetzt einen Tag vor mir mit 31 Kilometer. Sehr angenehm. Ich habe jedoch 480 Meter Höhendifferenz zu machen. Aber das ist okay. Es ist nicht steil. Und danach bin ich in Tatvan und dort endlich am See. Der größte See von der Türkei. Und ab jetzt kann ich endlich wieder das Zelt hervornehmen und im Zelt schlafen, da wir Plustemperaturen in der Nacht haben. Und so freue ich mich auf die nächste Zeit. Ich schätze mal, dass ich jetzt noch etwa 2 Wochen in der Türkei bin und danach muss ich schauen, wie ich über die Grenze in den Iran komme, weil ich weiß noch nicht, wie es aussieht, ob ich irgendwelchen Test machen muss, um über die Grenze zu kommen, aber das werden wir dann in Tvan bzw. in Van noch genau klären. So, bin ich an der Kreuzung.
Ja, kann ich rüber. Und das ist jetzt meine Strecke für heute. Ostersonntag 2022.
So, wunderschöner guter Morgen. Es ist Ostermontag, soweit ich das noch im Griff habe. Und ich habe wieder eine ganz kalte Nacht hinter mir. Und das, was diese Nacht wieder abging, habe ich keine Ahnung. Es hat jetzt in jeder Nacht immer Personen gegeben, die ganze Nacht durch Lärm machten mit Pauken und so weiter. Ich habe noch keine Ahnung, wieso. Wie gesagt, ich denke, es ist wegen Ramadan, aber was das für einen Sinn ergibt, weiß ich nicht. So, am heutigen Tag werde ich Folgendes machen. Erst einmal mein Zelt abbauen und dann mache ich ganz gemütlich. Ich werde nach dort drüben gehen. Da sieht man noch so eine halbe Insel. Und hinter dieser Insel hat es eine Ferry. Und diese Ferry werde ich heute nehmen und rüber nach Van fahren mit der Ferry. Das hat wieder folgenden Grund. Ich habe ganz klar mir gesagt, solange es noch so kalt ist, werde ich nicht draußen schlafen. Und übernächste Nacht müsste ich wieder auf 2000 Meter oben schlafen. Jetzt sind wir gerade auf ca. 1650, 1700 dort umher und müsste wieder auf 1000 Meter oben schlafen. Als diese Nacht wieder so kalt war, muss ich sagen, nee, mache ich nicht mit. Ich nehme jetzt die Ferry und gehe so nach Van. Und danach habe ich noch ca. 100 Kilometer, bis ich im Iran bin. Und dann hoffe ich ganz, ganz inständig auf endlich warme Temperaturen. Zwei Minuten für den Kinderschutz. Und heute zeige ich euch, dass, wenn ein Kind sexuell missbraucht wurde, dessen Eltern ebenso Opfer bzw. Victim dieses Missbrauchs wurden. Und wieso das? Stellen Sie sich vor, Sie erfahren als Mutter oder als Vater, dass Ihr Kind sexuell missbraucht wurde. Meist ist der sexuelle Missbrauch bzw. die Täterschaft aus dem sozialen oder familiären Umfeld. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie erfahren, dass Ihr Kind von einer bekannten, verwandten Person missbraucht wurde, welcher Sie Ihr Leben lang vertraut haben. Sie haben die Person als hilfsbereit, als herzensgute Person in Erinnerung und jetzt erfahren Sie, dass diese Person Ihr Kind sexuell missbraucht hat. Dieser extreme Vertrauensbruch wirkt auf Sie gewaltig. Das wirkt wie eine akute Belastungsstörung. Sie haben Wut, Sie ärgern sich, Sie fühlen sich selbst schuldig, weil Sie Ihr Kind in dem Moment nicht beschützen konnten und Sie fühlen sich schuldig, weil Sie dieser Person vertraut haben. Das wiederum wirkt auf Sie als Eltern extrem emotional belastend. Stellen Sie sich vor, Sie wissen das, was geschehen ist. Und vor allem, Sie erfahren Detailhandlungen dieses Kindesmissbrauchs. Sie werden Tag und Nacht diese Gedanken nicht mehr loswerden. Das wirkt auf Sie mit Schlafstörung, Herzrhythmusstörung. Sie bekommen Schweißausbrüche und Sie werden mit Tausenden von Fragen belastet. Was müssen wir jetzt tun? Und wie gesagt, Sie als Eltern fühlen sich entsprechend schuldig, weil Sie einer Person vertraut haben, welche ihr Kind sexuell missbraucht hat. Mit der Ferry werde ich jetzt Richtung Van fahren. Das hat folgenden Grund. Wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen ganz kalte Nächte gehabt. Und wenn ihr ganz hinten seht, sind wieder die Berge. Und für nach Van hätte ich über diese Berge hinweg müssen. Und da muss ich sagen, nein. Weil wenn du wieder auf 2000 Meter Höhe schläfst und dort extrem kalt ist, ist es gar nicht schön. Die letzte Nacht war auch wieder recht kalt und somit habe ich ganz klar gesagt, mein Ziel ist Iran und ich werde jetzt mit der Fähre, werde ich nun rüber nach Van fahren. So, mein Engel wartet jetzt dort unten.
hier mal eingestiegen. Und werde jetzt damit Richtung Wahn fahren. Wisst ihr, was das Gute ist, wenn man kein Internet hat? Ja, man geht einfach mal drauf los. Das Gute, dass man kein Internet hat, ist folgendes. Ich war heute Morgen um 9 Uhr losgelaufen, bin an die Ferrystation gekommen, hier in Tatwan, und habe gefragt, ja, geht diese Ferry nach Wahn? Also, ja, sicher, also natürlich auf Türkisch. Gut, ich stieg ein, 10 Uhr morgens. Wir haben jetzt Nachmittag 16:30. Das heißt, ich bin von 10 Uhr morgens bis jetzt 16:30 am Nachmittag bin ich jetzt auf dieser Ferry gesessen, habe gewartet. Somit, ich habe viel Zeit zum Grübeln gehabt und für mich selbst. Und der Rino säckert irgendwo in der Türkei, am Abend am Zahni, in Wahn, dort die Stadt durch. Sieht schon geil aus. So geil. Also das, was jetzt hier passiert ist, ist einfach unbelievable. Servus, danke. Schaut mal. Es ist 22:20 Uhr. Nach 10 Uhr abends. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Hotel hier in Wahn. Ich lief an dieser Strecke entlang. Da kamen zwei Herren auf mich zu. Wollten mit mir etwas sprechen, etwas besprechen, etwas anschauen, etwas Sprüchle auf Deutsch. Und der eine verzog sich dann, der andere blieb bei mir. Wir haben noch etwas gesprochen. Da kam derjenige zurück. Und jetzt schaut mal. Es ist 20 nach 10 abends. Der kam zurück, war im Markt und hat mir das hier gekauft. Teşekkürlerim, 1000 Dank. Wenn ihr das jetzt seht im YouTube, es ist einfach unglaublich, wie herzlich das ihr seid. In der Schweiz um diese Zeit nie, wäre nie passiert. Aber ich laufe hier durch und treffe wildfremde Personen an, welche mir um diese Zeit Geschenke machen. Das ist unbelievable. Dort steht Ötzalp.
Sobald die Sonne unter ist, werde ich mich ins Zelt schleichen und dick einpacken. So, einen wunderbaren guten Morgen. Wir haben Tag 471. Es ist Freitag, glaube ich, 22. April. Ja, genau. Ich habe mein Zelt jetzt zusammengelegt, habe mir meinen Kaffee gemacht, mein Morgenmüsli mit Wasser genommen und genieße noch einfach die Wärme, die mir die Sonne schenkt. Die Nacht war etwas ziemlich kühl und wärme mich jetzt auf und freue mich auf eine Strecke von ca. 34 Kilometer nach Ötzalp. Ja, das tönt so irgendwie österreichisch, aber wir sind in der Türkei. Das Dorf heißt Ötzalp und ist 40 Kilometer vor der Grenze. Ja, du bist ein Lieber. Ich weiß. Nein, nein. Alles gut. Alles gut, ja. Alles gut. Oh nein. Ja, alles gut, alles gut. Nein, alles gut. So, jetzt bin ich an der großen Kreuzung. Genau. Alles gut. Und das ist echt immer mühsam. Alles gut. Alles gut. Nein. Alles gut. Alles gut. Bitte, bitte. Hallo, Liebe. Überall bellt. Guten Morgen allerseits. Ich zeige kurz. Da hinten ist das Hotel, wo ich übernachtet habe. Jetzt laufe ich durch dieses kleine Dorf, um in Richtung Iran zu kommen. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Da die Grenze um 10 Uhr öffnet, bin ich so früh schon unterwegs, damit ich auch 10 Uhr dort bin. Und ja, die Grenze passieren kann. Merhaba. Merhaba. Hi. Die Folge ist ganz schön. Das sind wohl jetzt die letzten 12 Kilometer Höhendifferenz, die ich machen muss. Und dann geht es von 2300 Meter runter nach 1200. Thank you.
vorne! Also vorne um eine Ecke, um die Ecke. Es sind jetzt noch 3 Kilometer. Und ich habe die Türkei endlich gemeistert. Türkei, Istanbul, von West nach Ost, am Schwarzen Meer entlang, Samsun, Trabzon, über die Berge nach Erzurum, Erzurum, Spital, zurück in die Schweiz. Und jetzt Neuanfang, Erzurum, Richtung Musch, Richtung Wan. Und jetzt insgesamt nach total etwas mehr als 13.000 Kilometer werde ich da vorne über die Grenze laufen und in mein 13. Land eintreten, ins Land Iran. Ich habe mindestens 45 Tage Visum. Ich versuche zu verlängern, dass ich auf 90 Tage komme, weil mit 45 Tagen komme ich nur in die Mitte nach Iran. Bekomme ich in Isfahan die Verlängerung, super. Ansonsten muss ich dann weiterschauen. Aber jetzt... Jetzt... Darf ich feiern? Bald da vorne kommt die Grenze.